Hallo, hier ist Ritter van Bier und willkommen zu Historie in Kurz und Knapp. Heute begeben wir uns einmal in eine, mir eher weniger gefällige Epoche, nämlich in die Barockzeit und zu einem, der gerade zu dieser Zeit in Polen, aber gerade im Ostdeutschlands sehr bekannt war. Und dieser trug den Namen Friedrich August der Erste von Sachsen oder auch Friedrich August der Zweite von Polen. Tja, der hatte viele Namen, aber am ehesten kennt man ihn unter seinem Spitznamen. August der Starke. Der kleine August wurde am 12. Mai des Jahres 1670 in Dresden als Sohn des Herzoges Johann Georg III. Und Prinzessin Anna Sophie von Dänemark und Norwegen geboren. So wurde August selbstverständlich im hohen Kreise aufgezogen, aber es schien für einen Großteil seiner Familie wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der sich jemals in die Politik begeben würde. Denn August hatte einen älteren Bruder, das war Johann Georg IV. Dieser war somit Anwärter auf den Thron, sollte sein Vater diesen jemals ungewollt oder gewollt verlassen. Und so kam es dann auch bald. Klein August war also fast komplett aus dem Thema Regierung und Thronbesteigung. Aber da bleiben wir einmal bei dem Fast. Denn dank dessen war August nun quasi mehr frei als sein Bruder und konnte so mehr Reisefreiheit genießen. Gerade nach Frankreich und Italien zog er gerne und heiratete dann im Jahre 1693 Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth. Was ein Name. Aber das alles mit seiner Reisefreiheit endete plötzlich, als August gerade einmal 24 Jahre alt war und sein Bruder an den Pocken verstarb. Sein Bruder hatte keine Nachkommen und so war August nun sein Nachfolger und wurde alsbald zum neuen Kurfürsten von Sachsen. Und so begann eine goldene Zeit, das augustinische Zeitalter genannt. Blöderweise hatte August absolut gar keine Ahnung und keine Kenntnisse im Thema Landesverwaltung. Das hielt ihn aber nicht wirklich auf, denn er ergriff wirklich tatkräftig jede Regierungsangelegenheit und hatte alsbald genug Kenntnisse gesammelt. Auch im Thema Militärwesen war er bewandt und nahm im Jahre 1695 am Großen Türkenkrieg teil, der eher, sehr verwachsen endete. Aber ein wichtiges Ereignis sollte noch kommen. Denn in diesen Zeiten war es in Polen üblich, dass der Adel einen neuen König bestimme. August wollte das natürlich nutzen, aber um eine Chance zu haben, musste er dem katholischen Glauben beitreten und setzte sich somit vollkommen durch. Natürlich mit ebenso sehr hohen Bestechungsgeldern, welche das sächsische Volk nachher wieder erarbeiten musste, aber hey, wen juckt schon sein eigenes Volk, wenn man zum König von Polen werden kann? Ja. Das gelang ihm dann auch und so wurde er zum König unter dem Namen Friedrich August II. Von Polen, weil es gab vor ihm schon mal einen Friedrich August, der so hieß und deswegen war das jetzt der Zweite. In den Jahren, als nun Kurfürst von Sachsen und König von Polen, mischten seine Armeen natürlich auch in vielen Kriegen mit. Das werde ich aber an dieser Stelle nicht weiter erläutern, denn das Thema ist relativ trocken, staubtrocken. Aber wisst ihr, was überhaupt nicht trocken war? Augusts Durst nach Prunk und Protzen. Er strebte danach, den italienischen und französischen Glanz, welchen er in seinen Reisen damals erlebte, nach Dresden zu bringen. Und förderte somit ebenso, mal ganz nebenbei, sämtliche Kunstformen, seien es nun Juwelierarbeiten, Architektur und auch die Malerei. Ich habe in meinem Video zur Festung Königstein ja schon einmal erwähnt, dass der werte Herr richtig auf den Putz gehauen hat. Ich meine, er hat sich einen Wettstreit im ganzen Reich mit anderen Adeligen geliefert, in welchem es darum ging, wer denn nun das größte Weinfass bauen könne. August gewann diesen letztendlich, da er auf der Festung Königstein ein Fass mit 10 Metern Höhe, 15 Metern Länge und einem Fassungsvermögen von 238.600 Litern errichten ließ. Und das Ding hatte sogar einen Balkon obendrauf. Der Wein aus dem Fass soll übrigens wie Dreck geschmeckt haben. Ja, kein Wunder. Die Festung Königstein war aber nicht der einzige Ort, an welchem der August gerne protzte. Im Residenzschloss in Dresden ließ er sich Paraderäume einrichten mit karmesinrotem Samt und Plattgold. Ebenso stand dort sein sogenanntes Paradebett, in welchem er niemals geschlafen hat.
Er hat eventuell dreimal drauf gesessen, mehr aber nicht. Das Bett war lediglich dazu da, um erneut zu protzen. Das ganze Audienzgemach war ebenso von einem wundervollen Deckengemälde gekrönt, welches der französische Maler Louis de Silvestre fertigte. Tja, manche Menschen stellen sich einen riesengroßen HD 4K-Flachbildschirm in die Stube, um zu protzen. Andere wiederum lassen sich ein ganzes Schlafzimmer aus Gold und Samt anfertigen. Zudem brachte ihm sein Protzen ebenso viele Mätressen. Die bekannteste Mätresse von August dem Starken war die Gräfin Konstantina von Kosel. Dieser Mätresse schenkte er auch ebenso, mal ganz nebenbei, das Schloss Pillnitz. Ein anderes Gebäude, das Taschenberg-Palais, war vorerst für eine andere Mätresse vorgesehen, aber geriet dank August dann doch in die Hände der Gräfin Kosel. Also für die hatte er an irgendeinem Punkt in seinem Leben besondere Gefühle. Das endet dann aber alles, als sie sich in seine Politik einmischen wollte und er sie letztendlich dann in die Gefangenschaft zur Burg Stolpen schickte. Der August hatte ebenso Kinder. Viele Kinder. Manche sagen, er hätte über 300. Nach meinen Nachforschungen stieß ich aber mehr auf so 6 bis 9 Kinder. Das sind jedenfalls die, die bekannt sind. Er hatte einen leiblichen Sohn, das war Friedrich August II. Von Sachsen, der später ebenso den Thron in Polen bestieg als Friedrich August III. Von Polen. Der Rest, das waren dann eher so die unehelichen Kinder, die er mit seinen gesamten Mätressen hatte. Und da hätten wir einmal Gräfin Anna Carolina Orzelska, Moritz von Sachsen, Friedrich August Kosel, Friedrich August Rutowski, Maria Anna Katharina Rutowska, Johann Georg von Sachsen, Alexander Josef Solkowski und Friederike Alexandrine Mozinska. Die hat er auch alle anerkannt und sie ebenso in einen sehr hohen Posten gehoben. Aber ein Thema haben wir noch nicht geklärt. Warum hieß denn August nun August der Starke? Ganz simpel. Er hat zu Lebzeiten ein Hufeisen mit seinen bloßen Händen auseinandergebrochen und hat wohl seinen Daumen in das Metallgeländer der Brühlschen Terrasse gedrückt und dort dann einen Abdruck hinterlassen. Das war's. Und deswegen sah er sich als Sachsens Herkules. Ja, der werte Herr war sehr von sich überzeugt. Oder er war einfach nur verrückt. Aber all der Prunk und all die Affären hatten seinen Preis. August litt unter starker Diabetes sowie Bluthochdruck und verstarb dann am 1. Februar 1733 um 4 Uhr morgens in Warschau. Eine Sache, die ich auch sehr schön finde, ist, dass August wohl seine Stadt Dresden so sehr geliebt hatte, dass er vor seinem Tode meinte, dass wenn er sterben würde, sein Herz zurück nach Dresden gebracht werden solle. Und so kam es dann auch. Sein Körper liegt in der Gruft der Wawelkathedrale in Krakau begraben, und sein Herz befindet sich in der Gruft der Kathedrale in Dresden. August der Starke hat dank seines Verlangens nach Kunst und Prunk nun dazu beigetragen, dass die Altstadt Dresdens zu einem wahren Touristenmagneten auch noch in der heutigen Zeit wurde. Denn wie er damals sagte, die Fürsten schaffen sich Unsterblichkeit durch ihre Bauten. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tüdelü.